Vielleicht andere Edition. Oh, das wär's, ne? Wenn es von Palmon auch eine rote und eine blaue Version geben würde. Palmon, sage ich schon, Palworld. Dann darf ich schon wieder Palmon sagen, ne? Ich hör's schon. Okay, gut. Packen wir die mal hier rein. Die können wir eigentlich auch mal wieder hier zubereiten lassen, weil hier fehlt wieder. Genau, so. Boah, so viele. Da hat aber jemand mal ordentlich was zu tun erstmal hier, ne? Ja, siehst du, endlich macht mal einer was hier von den Pinguinen. Oder halt generell, du Pinguin, machst viel was hier. Finde ich gut. Futler gönnt sich ein Päuschen früher morgen, ist klar. Gut, aber was wir nicht vergessen wollen, ist die heiße Quelle, die müssen wir auch noch machen. Und deswegen will ich das jetzt hier mal ganz kurz in Angriff nehmen. Genau, heiße Quelle, das war hier. Wo war die? Ah, hier, ne? Hier, da. Dafür fehlt mir noch Palladiumbruchstück, die muss ich erst suchen gehen. Und Perlsaft. Perlsaft bekomme ich wahrscheinlich einfach nur, indem ich Perls umbringe. Das heißt, wir gehen am besten jetzt hier Perls töten und Palladiumbruchstücke looten. So, genau. Ich denke mal, da werden welche drinstecken, oder? Ja, hier siehst du Bruchstück. Venis, guten Abend. Mein Bruder und ich sind uns nicht sicher, ob Schlafen gut ist, weil sich eigentlich nicht, weil sich ihre GEI nicht regeneriert beim Schlafen, wenn wir die Nacht skippen. Keine Ahnung, ob das am Server liegt. Gut, das ist ein Early Access Spiel, ne? Also es ist halt noch total in der Entwicklungsphase. Von dem her würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass viele Fehler da immer noch drin existieren, die vielleicht irgendwann später mal wieder gefixt werden, ne? Geh also nicht davon aus, dass das hier alles so bleibt, wie es ist. Vielleicht durch das nächste Update kann schon alles wieder ganz anders sein, ne? Nicht. So, ich bin auch am Überlegen, wann ich das die nächsten Versuch starten soll mit dem Bosskampf. Ich traue mich ehrlich gesagt jetzt langsam wirklich nicht mehr. Das war mir ein bisschen zu heftig, zweimal gegen ihn zu verlieren. Was bist du für ein Level? Level 16. Traue ich mich auch noch nicht. Siehst du, ich werde zum Angsthasen. Ich werde zum Angsthasen in Palworld, weil ich keine Ahnung habe, ob ich auch ein drittes Mal verkacken werde gegen den Boss. Schlafen an sich ist schon gut, vor allem wenn man kampfunfähige Team hat. Das überlasse ich euch die Diskussion, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich mich jetzt da zu sehr einmische, dann sage ich eh wieder was Falsches. So. Ja, ich brauche Perlsaft, deswegen werde ich jetzt die... Krieg ich Perlsaft eigentlich auch durch? Oh, Alter. Auch indem ich sie einfach nur umbringe oder nur, wenn ich sie fange? Das ist jetzt Wolle? Warte mal. Ich versuche mal eins zu fangen und gucke, ob ich dann Perlsaft kriege. So. Ja gut, Lammballenfleisch habe ich jetzt gekriegt. Lammballenfleisch und Wolle habe ich gekriegt. Ich weiß es nicht. Ach, das ist ja schon tot. Toffi drescht auf Leichen ein. Kommt her, ihr Feiglinge. Ich brauche Perlsaft. Oder kriegt man das nur, wenn die schwitzen? Also wenn die hart arbeiten. Ich weiß es ja nicht. Ich bin ja nur am Rätseln gerade, ne? Jetzt habe ich schon wieder keinen Perlsaft gekriegt. Wie kriegt man das denn? Pfadfindung. Also da dürft ihr mir jetzt kurz einen Tipp geben, wenn ihr das wisst. Weil für mich ist das jetzt nicht offensichtlich, wann ich Perlsaft bekomme. Falls ihr das wisst, gerne in die Kommentare. In den Live-Chat. Wasserperls. Den Perlsaft bekommt man nur durch Wasserperls? Echt jetzt? Glaube ich. Das wäre aber echt ein bisschen komisch, weil den braucht man ja gar nicht so selten, glaube ich, oder? Aber das heißt, ich muss jetzt wieder ans Wasser runtergehen und gucken, ob ich da irgendwas finde, was mir weiterhilft. Cremis. Da zum Beispiel, da ist jetzt so ein Viech. Oh, ich muss mal kurz was essen. Ja, ups.
benütze das mal. Okay, warte. Dann holen wir mal hier raus. Bleib stehen, ich brauche Pellsaft. Nehmen Sie mal. Stehen. Okay, dann kann ich die... Das ist unglaublich, ja. Dieser Pinguin, ne? Der ist doch Wasser. Alter, jetzt hüpfst doch hier nicht die ganze Zeit weg. Du stirbst noch gleich. Achtung, du fällst gleich runter, dann stirbst du. Siehst du, er ist Wassereis auf jeden Fall. Okay, ja, Perlsaft, tatsächlich. Also von dem habe ich Perlsaft bekommen. Und ein Ei! Da ist ein Ei da unten, Leute. Ja, Ei. Supi. Ein knisterndes Ei. Oh, das ist ein Elektroperl. Ja, super. Der Pingu gab immer welche. Ja, habe ich gerade gesehen. Dankeschön für den Hinweis auf jeden Fall. Davon brauche ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen Watt. Watt. Nee, Watte brauche ich gerade nicht. Aber wie viele Pinguine gibt es hier? Ich habe irgendwie das Gefühl, da sind kaum welche, ne? So, kurz regenerieren. Und wie war euer Wochenstart so? Ich weiß, es ist Montag. Der ist ein bisschen grenzwertig. Viele Leute stehen auf und denken sich so... Ja... Ich würde ja gern arbeiten, aber ich arbeite ungerne an Wochentagen, die mit dem Wort Tag enden. Und dann gehört halt Montag dazu, ne? Mies, 3 Stunden Arzt. Okay, dann ist es wirklich ein scheiß Montag. Voll okay eigentlich. Okay, bei Lenya war es gut. Bei mir war es auch okay. Habe ich ja schon gesagt, ne? Also bei mir eigentlich auch ganz, ganz solide. So. Oh, Pinguine! Heute gibt's Pinguin-Gulasch. Pingulasch. Gibt's das? Nein. Hat schon mal jemand einen Pinguin gegessen? Oder lag ein Ei? Diesmal mache ich den Fehler nicht, dass ich... Stand übrigens auch in den Kommentaren. Danke nochmal. Ja, ich habe meinen Fehler mittlerweile erkannt, dass das kein Ei war, das ich hätte ausbrüten können. Es war ein Essensei. Das eine, was ich dachte. Hier gibt es keine Pingus mehr. Verdammt. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ja, fast beim nächsten Dings hier, ne? Aber... Ich brauche Pinguine. Krimis. Ich will kein Krimis. Ich habe jetzt Urlaub. 2 Wochen. Und sonst habe ich montags immer frei. Das ist nice. Das ist schön. Ich freue mich für jeden, der jetzt Urlaub hat. Bei mir dauert es noch eine ganze Weile. Gut, ich war ja auch erst im Urlaub, ne? Ich war ja erst Anfang Januar im Urlaub. Guck mal, da oben ist ein Viech. Das ist aber nur Level 9. Guck mal, das könnte ich holen. Oh. Ah. Ich besiege dich. Du kannst uns nix. Oh, Alter. Wie es abgeht. Besiege dich trotzdem. Oh, Mist, wieso treffe ich nicht? Oh, es ist... Ah, nein, ich wollte es fangen. Och, Mensch, Tombart. Musst du denn immer umbringen? Ja, dafür haben wir Leder gekriegt. Ja, schön, aber... Oh, dass der auch mal alles umbringen muss. Oh, ich muss meinen Arbeiter, den ich gefangen habe, noch in meinem Camp lassen, ne? Soll ich den Veteran eigentlich auch fangen? Ich wollte ihn fangen! Tombart hat ihn umgebracht! Ich hab ihm nichts getan! Zu meiner Verteidigung! Ich habe ihm nichts getan! Ich wollte! Ja, ich stand kurz davor, aber habe dann kurz innegehalten und habe gesagt, nee, das macht man nicht mit Menschen. Mit Tieren ja, in diesem Spiel, aber mit Menschen nicht. Und nein, das war Tombart. Ich wollte ihn eigentlich einfangen und für zu Hause behalten, aber es ging nicht. Ich finde keine Pinguine, Leute. Ich sag's, wie es ist. Da ist noch ein Ei. Nice. Und da hinten ist auch noch so ein Ding. Dann hole ich die 2 Sachen und dann porte ich mich wieder zurück. So. Ei, verporten. Oh, nein! Ich werde sterben.
Ich werde sterben, Leute. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich kann hier stehen. Alter, hab ich Schwein. Hab ich Schwein gehabt. Ich bin bis Mittwoch krank geschrieben, aber immerhin habe ich dadurch Zeit für den Stream. Oh, ich wünsche dir gute Besserung. Das wird schon wieder. Oh, war das. Das war so knapp. Das war so Sarah knappig. Uiuiuiui. Ja, ich wollte. Ich weiß nicht, soll ich jetzt. Da hinten ist noch ein Ei. Oh, jetzt finde ich aber viele Eier, ne? Oh! Viele Eier! Oh! So. Oh! Viele Eier! Leihst du da Nudeln? So. So viele Eier zum Ausbrüten. Das war dann ein zerfurchtes Ei. Es war mal ein sehr, sehr furchterregendes Ei, aber jetzt ist es nicht mehr so furchterregend, deswegen ist es zerfurcht. Hä? Was ist denn zerfurcht für ein Wort? Ich kenne das nicht. Dachte damals, das Fangen von Menschen sei ein Bug, hatte versehentlich einen Händler gefangen. Ja, wie gesagt, das habe ich bei Gronkh auch gesehen, aber eben wer Craftopia kennt, der weiß, dass hier einiges möglich ist und, Alter. Ich bringe ihn wieder zu seinem Platz, okay? Wir tun so, als hätten wir nichts gemacht. Ich bringe ihn wieder zu seinem Platz. Hier, Veteran! Bitte, bitte setz dich wieder an deinen Platz. Hier, er macht ein Schläfchen. Guck, der schläft ein bisschen, während er auf sein Essen wartet, das gleich fertig wird. Ist das kinderfreundlich? Guck mal hier. Gute Nacht. Liebe Kinder, das ist nicht witzig. Ah, das sind Pinguine! Schnell, wir brauchen Perlsaft. Und da ist noch eine Schatztruhe, die hole ich mir auch gleich. Und dann können wir es endlich wieder nach Hause schaffen. Kurz Energie wieder laden. Und jetzt drauf da! Bom, 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 bom. So. Perlsaft, nice. Wo ist der andere Pinguin? Du entkommst mir nicht. Wo ist er hin? Vergiss es. Vergiss es. Oh, ups. Okay, warte. Einmal angreifen noch. Nein. Wo bist du? Ja, jetzt hier. Ich kann ihn noch mitnehmen. Weil zwischenzeitlich einen fangen ist gar nicht so schlecht. Nice. Manche Bugs sind lustig. Ich hatte einen Perl, was sich nach dem Besiegen immer noch permanent bewegte. Ja gut, aber das geht oft, öfters mal bei Spielen, ne? Ich glaube, das habe ich bei Pokémon auch schon mal erlebt, sowas. Dass halt eben etwas, was sich nicht bewegen sollte, eigentlich noch bewegt hat. Also jetzt nicht im Sinne von Perls, aber halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt können wir uns wieder zurück. Jetzt haben wir eigentlich alles... Jetzt müssten wir genug haben für den... Für diesen... was braucht man da? Das ist eine heiße Quelle, ist es, ne? Ja, jetzt müssten wir eigentlich genug davon haben. Dafür, davon, dafür. Honeybee, hey! Wenn man dieses Spiel auf PC spielt, kann man mit der Q-Taste seine Perle den Kampf abbrechen lassen, bevor es ihn halt tötet. Das vergesse ich leider immer. Ich weiß, es geht hier auch. Ich vergesse es nur leider immer wieder, es zurückzuholen. Und ich möchte halt immer schnell agieren. Würde halt immer denken so, ja, greif noch einmal an und dann werf ich. Ich versuche es halt immer so. Ich bin ein Trottel, dass ich es nicht mache. Du hast vollkommen recht, ne? Das ist tatsächlich mit der linken Schultertaste, wo du die Perls rausholen kannst, also hier so, kannst du sie natürlich auch wieder zurückholen, wie jetzt hier so. Ich mach's nur nie. Okay, da brutzelt gerade was, das ist schön. Und wir könnten jetzt ein Ei legen. Ein Ei ausbrüten, besser gesagt. Ein Ei legen ist jetzt in diesem Sinne vielleicht ein bisschen falsche Wortwahl, ne? Ei einsetzen. Welches nehmen wir als erstes? Heißes Ei, zerfurchtes Ei oder Knister? Ich nehme mal das Zerfurchte, das interessiert mich gerade mal, was da drin steckt. Dauert 10 Minuten. Was in einem zerfurchten Ei drin steckt.
So, und die heiße Quelle natürlich. Jetzt können wir sie bauen. Ups. Wo packe ich sie hin? Die können wir doch aber schön mit einem schönen, mit einer schönen Aussicht machen. Ich finde, das hat Sinn auf jeden Fall. Guck mal hier. Wenn sie hier, wenn man hier so rausgucken kann, so in die Ferne, ich finde das voll schön. Was bringt die eigentlich? Das müssen wir sowieso noch rausfinden, ne? Kuh ist bei mir am PC die Sphäre werfen. Und bei Gargash auch. Ah, okay, die kennen mich nicht aus. Ich meine, wie ist es Schultertasten, weil ich auf der Xbox spiele, ne? So, eine heiße Quelle. Mal gucken, was die bringt. Ah, nice. Mission erfolgreich. So, und was jetzt? Ich will da rein. Oh, schön. Oh, guck mal, das ist doch geil, oder? Die Aussicht genießt man doch. Cool. Also, ich finde das toll. Okay, dann können wir nämlich hier jetzt tatsächlich eine Lagerverbesserung stattfinden lassen. Baue hochwertige Werkbank. Habe ich dafür alle Sachen? Nö, jetzt machen wir erstmal Perlmanagement hier. Ich kann nämlich nur eins dazu holen. Ich nehme mal... Welches nehme ich denn? Dieses Perl heißt Fuck. F-U-A-C-K. Das spricht man so aus. Fuck. Das heißt Fuck. Wie sollst du das aussprechen, ohne dieses Wort zu... Ne? Das ist sauschwer, oder? Also, ich glaube, es ist nicht einfach. Ich glaube, es ist nicht... Ach, beziehungsweise, nein, komm, wir nehmen unseren Mitarbeiter hier. Unseren Mitarbeiter des Monats. Staying alive, staying alive. Oder eher mit Michael Jackson, ne? Was sind die Augen, Alter? Was kann der eigentlich? Der kann jetzt einfach nur dastehen und blöd gucken. Aber er hat kein Bett. Ich muss mir noch ein Bett bauen. Eines der Perls spiegelt mich immer montags und freitags wieder. Kein Plan, ob du es schon trafst oder hast. Uff, ich habe noch nicht so viele, glaube ich. Ich habe sowieso das Gefühl, ich treffe irgendwie gar keine guten irgendwie. Die guten kann man wahrscheinlich eh nur ausbrüten aus Eiern, oder? So. Sag mal. Manchmal geht's, manchmal nicht. Jetzt hier, komm. Machen wir's so. Ich helfe auch mit. Mit schnell. Oh, guck mal. Oh, wie süß es badet. Oh, schön. Aber das schläft da drinnen? Willst du mich verarschen? Weißt du, wie gefährlich das ist, im Badewasser zu schlafen? Du kannst ja saufen. Lauri, mal wieder ein kurzes, stummes Hallöchen aus dem Lager. Hallo an dich. So. Ich benütze das mal kurz. Ich benütze auch das mal kurz. Das benutzt mein Perl mal kurz. Oh, mein... Also Quatsch, das ist ja das, was ich noch verbessern wollte, ne? Was ich immer noch nicht verbessern kann. Was mache ich jetzt? Erst mit der Knarre rumlaufen, weißt du? Überhaupt kein Drama hier im Camp. So, ich wollte noch mein Zeug verbessern. Genau, das müssen wir tatsächlich nochmal reparieren hier. Das geht noch. Den Baseballschläger können wir eigentlich auch nochmal reparieren. Vorsichtshalber. Okay, dann nächster Schritt. Wir brauchen einen... Eine hochwertige Werkbank, ne? Eine hochwertige Werkbank. Wo stecke ich die denn hin? Soll ich die hier hin machen? Hier sieht es eigentlich auch ganz gut aus, oder? Bisschen seitwärts, genau so. Ja, kann man lassen. Oh, guck mal, er kann arbeiten! Er kann nicht nur eine Knarre halten, er kann auch arbeiten. Ja, wie schön ist das denn? Ich hätte schwören können, er hat es mit Q gemacht. Gut, es kann ja auch unterschiedliche Tastenbelegungen sein. Ich glaube, die kann man ja selber einstellen normalerweise immer, ne?
Vielleicht schaffe ich die letzten Minuten vom Stream noch mitzubekommen. Oh, ist nicht so schlimm, wenn ihr mal nicht da sein könnt, Leute. Ja, heute sind wir so glaube ich, eine beschaulichere Runde, oder? Heute ist nicht so viel los. Zumindest im Chat nicht. Ja, wobei doch 60 Leute gerade da aktuell, ne? Also im Chat ist gerade nicht so viel los, ist aber auch okay. Ihr könnt auch einfach nur dem Stream lauschen, wenn ihr wollt. Ihr dürft auch gerne lurken, damit helft ihr mir auch immer, ne? Oh, hups, nein, Entschuldigung. Geh mal weg. Ich wollte eigentlich hier dran. Alles lässt du den anderen machen. Ja, Alter, pff. Soll ich mir die Finger hier schmutzig machen? Ich hab schon dafür gesorgt, dass sich hier eine neue Kommune bildet. Bin ja für die mentale Gesundheit zuständig. Wir machen regelmäßig Gruppenkuscheln und so, ne? Damit alle irgendwie happy drauf sind. Apropos happy drauf. Ich gönn mir mal ein bisschen Rosinchen. Und Nüsse. Bin ich auch wieder happy drauf. So. So, wir brauchen noch eine mittelalterliche Pharmaziewerkbank. Die habe ich noch nicht freigeschalten, ne? Okay, schauen wir mal. Die geht's dem Dude da auch gut. Du meinst mich, ne? Ne, bei mir schon lange alles verloren. Aber ne, der Typ sieht auch echt ein bisschen komisch aus. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Hier. Pharmaziewerkbank. Kann ich auch schon bauen. Ja, cool. Wie ich einfach alles immer an die Wände klatsche hier. Aber ich finde, das passt so gut. Wenn du so Säulen hast, da kannst du gut die Sachen dran bauen, finde ich. So. Ich finde, das sieht so toll aus, wenn du da eben so Säulen hast und dann eben die Tische drumherum. Ich finde das immer cool. Ich mag das. Das ist meine verschrobene Art. Entschuldigung, so tick ich halt. Ich mache mir gerade was zum Abendessen. Rindersteak mit Bratkartoffeln und Salat. Wow. Mal eben so. Gönnt er sich, wa? Oh gut, da war nichts mehr drin. Nee. Und wir haben schon wieder eine Verbesserung gemacht. Alter, Leute. Wir sind gut. Wir haben heute einen Lauf. Eine Kühlbox brauchen wir noch. Jetzt können wir noch... genau, jetzt nehme ich die Ente nochmal mit rein hier. So. Die kann auch mal ein bisschen mehr tun hier. Und das können wir auch noch rausnehmen. Sehr gut. Und dann müssen wir die hier noch mal ein bisschen herstellen. Genau, die brauche ich in letzter Zeit sehr häufig. So. So. Ist das alles mal weg? Jetzt wird es auch bald wieder dunkel. Eine Kühlbox. Kann ich die schon machen? Jetzt brauchen wir eine Kühlbox. Ach, die halten die Lebensmittel länger drin, ne? Macht Sinn. Die muss ich wahrscheinlich auch erstmal freischalten, ne? Bratkartoffeln hätte ich jetzt auch gern. Keine Pommes, Lenja. Bratkartoffeln wären jetzt die Kirsche auf der Torte. Ich bin tatsächlich auch mal eigentlich immer für Bratkartoffeln zu haben. Ich mag Bratkartoffeln unheimlich gerne. Heute hatte ich Lachsnudeln tatsächlich. Also Bandnudeln in einer Lachssahnesoße. Aber ich habe zu wenig gegessen. Ich hätte mehr essen sollen, glaube ich. So, wo ist denn das Ding? Eine Kühlbox, da ist sie doch. So, und wie stelle ich die jetzt her? Da. Dafür Eisdrüse. Oh Gott. Da muss ich wieder Pinguine klatschen, ne? Und Metallbarren 16 Stück, Alter. 16 Metallbarren. Ich kann nur 8 machen. Ja, toll. Ja, gut, dann stellen wir wenigstens mal die Fellrüstung her. Die bringt uns deutlich mehr als die Rüstung, die wir jetzt gerade aktuell haben. Von dem her haben wir wenigstens ein kleines bisschen Vorteil jetzt. Maddox, hallo! Lachsnudeln sind richtig nice. Ja, oh, ich könnte die eigentlich jeden Tag schon essen. So. Mein Sohn liebt sie auch, also von dem her. Eigentlich könnten wir es uns jeden Tag gönnen, ne? Er ist aber teuer halt, ne? Lachs ist auch nicht mehr so günstig. Für Kartoffeln schlägt mein Herz. Länger, das merke ich. Because I'm Kartoffel. Da, 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 da. Ja, Kartoffel, ne? So. Entschuldigung. Ich ziehe mich mal um. Ach Quatsch, ich habe es wieder nicht abgeholt, ne? Hey, ruhigst du? So, ich ziehe mich mal um. Nice. Das können wir ja dann gleich ins Inventar packen.
Das hier eigentlich auch. Verteidigung 25. Was hat das für eine Verteidigung hier? Verteidigung 35. Ja, dann kann ich es eigentlich hier verschrotten, oder? Ich brauche das ja eigentlich gar nicht mehr. Das werde ich jetzt eh nicht mehr reparieren, oder? Ja, ich pack's mal ins Inventar. Gucken wir mal. So, und jetzt mal gucken, was mein Ei macht. Ich brüte es morgen aus. Sonst ist das so doof. Im Dunkeln sieht man das Perl ja nicht richtig, ne?